Dr. Brucker hat geschrieben, Sie kennen es vielleicht, es ist ein tragisches Kapitel menschlicher Geschichte, dass der Mensch sich so weit hat beeinflussen lassen, dass er der Nahrung umso mehr traut, je unnatürlicher und künstlicher sie ist. Und dass er sich das Misstrauen zu allen Lebensmitteln, die die Natur sie uns beschert, so fest hat einpflanzen lassen, dass er eher zugrunde geht, als diese Haltung aufzugeben. Dass er dieses Misstrauen zur Schöpfung selbst nicht als unrecht und widersinnig empfindet, ist ein Zeichen dafür, wie weit er sich durch ständige Fehlinformationen seinen Instinkt hat nehmen lassen. Und wir sind heute tatsächlich so weit. Gerne hat Dr. Brucker den Satz oder das Wort, den Begriff benutzt, die Schöpfungsgesetze. Wir sind heute so weit, dass dann viele uns fragen, was ist denn das überhaupt? Da hat er manchmal gesagt, ja ganz einfach, wenn ich einen Radieschensamen in die Erde lege, kommt keine Tomate raus oder keine Möhre oder ein Radieschen. Nur wir pfuschen mit der Gentechnik auch da schon rein. 10% der Nahrungsmittel, auch die aus dem Biobereich, sollen schon gentechnisch verändert sein. Dann wird es immer runtergelogen und dann doch wieder nicht und doch, es ist so. Also wir können uns dem nicht mehr entziehen, wir können nur an jedem Platz selber kämpfen. Und dieses Restebuch, das ist entstanden, das ist für mich ein Dankeschön an Erika Richter, darauf komme ich später nochmal. Vorab möchte ich aber sagen, also sie war eine, die hat nie was weggeworfen, weil da hatte die Lehrküche 17 Jahre geleitet. Aber wir sind ein Volk, ein übersattes Volk in einem reichen Land. Ich frage mich manchmal, was die Armen in unserem Land, die wir ja auch haben, was die Flüchtlinge, also die wirklichen Flüchtlinge, die in Not sind, hierher kommen, unsere Hilfe brauchen, was die denken, wenn sie sehen, wie wir essbares Essen in die Tonne kloppen, wie wir das Essen wegwerfen, mit Füßen drauf rumtrampeln. Wir haben jährlich in Deutschland werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Das muss man sich mal vorstellen. 18 Millionen Tonnen, eine Tonne sind 1000 Kilo, davon 18 Millionen Mal. Und dazu gehören Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. Und das ist ein Betrug von politischer Seite, wird dagegen nichts unternommen. Und wir als Verbraucher, wir fallen auf alles rein, was uns die Industrie so eintrichtert, so wie Brucker es sagt, dass wir diesen Instinkt verloren haben, den wir eigentlich gehabt haben. Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt, dass es an dem Tag abläuft, aber nicht, weil es verdorben ist, sondern weil es einfach die lange Mindesthaltbarkeitszeit bis dahin war. Und es ist so bei den Märkten, den Supermärkten, Frischware, einen Tag drin, am nächsten Tag rausgeschmissen. Und wir haben ja immer wieder Bericht auch in der Zeitung über Foodsharing, Nahrung verteilen, auch in der Rheinzeitung stand das wieder drin, dass Menschen, junge Menschen auch sich darum kümmern. Nur es reicht nicht. Wir müssen jeden Tag etwas tun. Und ich denke, wenn der Jean Ziegler aus der Schweiz, der also einer der schärfsten Kritiker ist an Menschenrechtskommissionen und alle, die dafür sorgen sollten, dass weltweit genug für alle da ist, zum Leben, zum Essen, zum Existieren, wenn der dann sagt, alle 5 Sekunden verhungert ein Kind auf dieser Welt, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Millionen das sind, wie viel 10 Millionen hunderte Mal, das können wir gar nicht mehr uns vorstellen, diese Zahlen. Und wir leben hier und schmeißen das Essen weg. Wir machen diesen Hunger mit in der Welt. Wir verursachen den Hunger selbst. Wir holen, gerade im Biobereich ist das ja wieder ganz große Mode, dass wir Quinoa aus Bolivien hier anschleppen. Das ist ein Land, das hat ärgsten Hunger. 3 Millionen Menschen hungern, also sind nah am Verhungern. Und wir bringen die so weit, dass wir eingebildeten Bio-Anhänger hier Quinoa essen müssen, weil das ein eiweißreiches Lebensmittel ist. Als würden wir gerade Eiweißmangel haben. Wir fressen uns ja ohnehin zu Tode an zu viel Fleisch und allem. Wenn wir alle mal beachten würden, dass wir Anwesende sind ja nicht gemeint, ihr macht es ja nicht, aber geht es dann weiter? Wenn wir wenigstens verzichten würden darauf oder würden sagen, einmal in der Woche genügt, wenn es denn sein muss, aber wir fressen jeden Tag. Die Allgemeinheit hat einen Umsatz von Fleisch, das wissen wir, brauchen wir in diesen Reihen eigentlich gar nicht zu betonen, das ist erschreckend. Und dann kommen die Menschen, die jetzt Quinoa angebaut haben, die geben jetzt ihr Land her, damit wir unseren modernen Hype hier
sättigen können, es ist eine Schande, es ist zum Schämen. Wir haben so viele Lebensmittel, frei von Gluten, frei von Fructose, frei von Laktose, frei von Soja, frei von Nüssen. Also wenn wir mal innerlich so frei wären, das zu erkennen, was wir damit anrichten, wir sind eine dekadente Gesellschaft. Also ich musste das jetzt mal loswerden, es regt mich auf. Und ich hoffe, ihr regt euch auch auf. Und das Schlimme ist ja, dass wir von diese Gier, diese grenzenlose Gier und Habsucht der räuberischen Oligarchen, die den Hunger machen, da haben wir schon, als die GGB begann, nochmal danke an diese Erinnerung, 30 Jahre machen wir die Tagung hier in der Stadthalle, 10 Jahre vorher im damaligen Dorinth-Hotel, da haben wir damals schon den Film Septemberweizen gezeigt, wie schon die Spekulanten den Preis zurückgehalten haben oder hochgetrieben haben, je nach Belieben. Wir haben genug für alle. Und wenn alle lernen würden, dass sie aus einem wertvollen Getreide nicht ein schlampiges, kaugummiartiges, zähes Weißbrot machen, sondern würden das ganze Getreide wieder zu Erden kommen lassen, wir könnten alle satt machen. Es müsste keiner hungern, das muss man sich mal vorstellen. Und alle 5 Sekunden stirbt ein Kind. Das können wir nicht hinnehmen. Der Biobäcker Roland Schüren aus Hilden heizt mit altem Brot zugunsten seiner Ökobilanz. Aber darf man das? Das war der Titel, das war ein Originalzitat. Das stand auf der Zeitschrift Chrismon. Das ist von der evangelischen Kirche eine Zeitschrift, die immer kostenlos beigelegt werden. Ich glaube, der Süddeutschen oder FAZ liegt sie dann drin. Und das habe ich damals, 2012 war das, ausgerissen und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, der Sache muss man doch nachgehen. Ja, dann habe ich verschiedene andere Bücher gelesen und gegoogelt und dann gibt es in dem Buch Essensvernichter, das haben wir auch hier im Verkauf, da im Angebot, da schreiben sie, jährlich werden in Deutschland 500.000 Tonnen Brot vernichtet, damit könnte man nur ganz Niedersachsen, nur damit alleine ernähren. Dann schreibt der Spiegel, laut einer WWF, das habe ich schon gesagt, 500.000 Tonnen Brot habe ich auch gesagt. Das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Also diese 12 Tonnen, die der Bäcker in Hilden jeden Monat verbrennt, weil ihm ein Energieberater geraten hat, es so zu machen, die Ökobilanz würde dann besser aufgehen, die stimmt dann. Ich kann es nicht fassen, weil er sagt dann als Argument, er ist dazu gezwungen, weil die freie Marktwirtschaft ihn dazu zwingt. Dann frage ich mich doch, wie konnte denn ein Bäcker früher kalkulieren? Ja, sagt er, heute ist es so, der Kunde möchte bis 18 Uhr alle Backwaren haben, die zur Verfügung stehen. Er gibt dann was an die Armenküche ab, das ist alles schon abgezogen. Er stellt denen das zur Verfügung, den Tafeln, die es ja heute auch gibt. Und dann bleiben trotzdem jeden Monat 12 Tonnen, 12.000 Kilo nicht gegessene, verkaufte Brote. Da müsste man sich fragen, ob da nicht die Angst, dass der Kunde zur Konkurrenz laufen könnte, größer ist als die Moral. Sonst kann ich kann es mir sonst nicht erklären. Wir leben überhaupt in einem Zeitalter des nackten Ernährungswahnsinns. Ich habe es ja einige Sachen aufgezählt, frei von, das ist ja nicht alles. Wir haben 100 und mehr Sorten Joghurt. Das ist, brauchen wir denn diesen Rausch? Also das ist da gibt es einen Joghurt, das muss ich auch vorlesen, das ist sonst nicht vorstellbar. Wozu brauchen wir über 100 Joghurtsorten? Heute ist unser Kühlschrank, das ist nicht von mir erfunden, das ist auch aus dem Buch Die Essensvernichter. Heute ist unser Kühlschrank eine Art Stimmungsapotheke. Die Leute kaufen den Joghurt nicht, um satt zu werden, sondern um ihren Lebenshunger zu stillen. Das heißt, sie brauchen einen Joghurt, der sie morgens aktiviert, einen Joghurt, der sie nachmittags ausbalanciert, einen Joghurt, der die Abwehrkräfte stärkt, einen Joghurt, der die Verdauung anregt, und das wird in allen Geschmacksvarianten. Dadurch entsteht die ungeheure Fülle. Wir Konsumenten kaufen also ständig mehr ein, als wir eigentlich brauchen. Wir sind verführbar und oft nicht in der Lage, unseren tatsächlichen Bedarf realistisch einzuschätzen. Dieses Buch, wie heißt denn das jetzt überhaupt? Reste sind das Beste, hier ist es. Also dieses Buch habe ich gerade deshalb gemacht, weil ich das immer wieder sehe in Seminaren oder in Gesprächen. Ich selber bin ja seit 2, 3 Jahren, ziehe ich mich ja zurück aus der GGB, aber ich bin jederzeit erreichbar. Wir tauschen uns aus, ich kann gefragt werden, ich darf auch Anmerkungen machen. Da ist immer wieder zu beobachten, dass unstrukturiert eingekauft wird.
Ich habe engste Bekannte, die sagen, ich gehe shoppen und dann sehe ich ja, was ich brauche. Und dann wird gekauft und dann wird ja in diesem Ernährungswahnsinn alles gekauft, was da so im Angebot steht. Und das ganze Gedöns zum Essen ist die neue Religion. Haben wir denn überhaupt noch eine Religion? Also ich kann mich erinnern, dass wir in der Nachkriegszeit saßen bei uns mindestens 14 Menschen am Tisch. Und ich bin übrigens heute Morgen geboren worden, um 6 Uhr, vor 77 Jahren. Und meine Mutter war Hebamme, war gerade noch in der Nacht losgefahren mit dem Motorrad damals, 40 Kriegsjahre, um das Kind auf die Welt zu holen bei der anderen Frau. Und dann merkte sie, oh, bei mir geht's ja auch los, ist sie zurückgebraust mit dem Motorrad und hat um 6 mich alleine auf die Welt gebracht, abgenabelt und fix und fertig. Und vielleicht habe ich dieses Tempo seitdem drauf. Also, aber das ist wirklich, um das Essen wird ein Kult gemacht, eine Religion gemacht und andererseits schmeißen sie es weg. Also das passt doch nicht zusammen. Wir haben dann diese 14 Menschen am Tisch versorgt, meine Großmutter hat den Garten angebaut, perfekt. Wir lebten alle darauf und unter diesen 14 Menschen waren auch 2 Flüchtlinge, 2 Männer. Die haben dann später ihre Familie nachgeholt. Und meine Mutter war eine ganz patente, hat sie gesagt, hier habt ihr Hammer und Nägel, Holz besorge ich euch, macht euch mal die Betten, dann könnt ihr im Keller, alles wird ausgeräumt, dann können die da wohin, dann haben sie 2 Jahre bei uns im Haus gelebt. Also das war ein Brot wegschmeißen, das war undenkbar, das gab es damals gar nicht. Wir haben ja noch gebetet, unser täglich Brot gib uns heute. Überlegt mal jeder, wer von euch das noch macht, da fehlt die stille Dankbarkeit oft. Es wird einfach reingeschoben und gegessen und fertig ist der Lack. Also wir haben, damals war es auch so, wir hatten feste Essenszeiten. Das war, kein Kind kannte das anders. Zu einer bestimmten Zeit gingen wir nach Hause und haben gemeinsam gegessen, mittags und abends. Und es gab noch eine Essenskultur, also wirklich Lebensmittel ohne Aromastoffe, ohne künstliches Zeug da reingeschmiert zu haben, aus dem Garten, weg vom Acker, direkt auf den Tisch. Diese Essenskultur, die verlieren wir mit jedem Tag. Es wird nicht mehr zusammen gegessen, es wird, jeder zieht seine Kiste durch die Mikrowelle und setzt sich vor den Fernseher. Unendlich viele Anwesende meine ich natürlich nicht. Aber es ist zum Beispiel die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, mein liebstes Kind. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat doch tatsächlich, ich habe jetzt, glaube ich, den Zettel nicht mitgenommen, ihre 10 Regeln der DGE ganz frisch verbessert. Du hast es mir gegeben, Joachim, im Ärzteblatt stand es ganz aktuell drin, Oktober. Das Vollkornbrot wird anerkannt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich fasse es nicht. Also ich fasse es wirklich nicht, weil ich habe mir überlegt, dass Herr Oberritter, Geschäftsführer der DGE, ob ich ihm nicht mal schreibe, ich freue mich so, dass Sie jetzt auch am Ziel angekommen sind. Wir haben uns ja mal bekriegt, wir haben den Prozess damals gegen die DGE gewonnen, ein Jahr bevor Dr. Brucker starb, und da hatten wir andere Sorgen. Ich hätte das viel mehr ausnutzen müssen, an die Presse schicken. Also die haben dann damals behauptet, die Vorschläge von Dr. Brucker sind gesundheitsgefährdend. Und das konnte ich so natürlich nicht stehen lassen. Ein Prozess angestrengt gegen die Burschen, haben wir gewonnen. Aber jetzt haben sie es doch begriffen. Und das ist 2000 gewesen. Nach 17 Jahren sagen sie jetzt, man darf das Vollkornbrot essen. Man sollte doch dem Vollkorn den Vorzug geben und Zucker möglichst sparsam. Ich kann es nicht glauben. Wir machen es im Gesundheitsberater schriftlich fest. Wir schreiben es euch alles auf. Ja. Ich hatte noch in den Unterlagen ein Interview aufgehoben, das war vom Südwestfunk Baden-Baden 1993 und damals gab es eine Sendung vom armen Ritter zum heißen Hund. Das heißt, bis vom armen Ritter, die meisten kennen das vielleicht gar nicht mehr. Du hast mir jetzt, wo ist sie denn? Heide, du hast mir ja auf der letzten Seite noch diesen armen Ritter beschrieben, kurz bevor die Firma Kürse, der ich das Buch verdanke, dass es jetzt erschienen ist. Und Herr Zech besonders, der sitzt hier auch, ein ganz junger, flotter Bursche, der bringt immer Schmiss in den Gesundheitsberater rein und auch in dieses Buch. Und da hast du geschrieben, was der arme Ritter ist und was, wie du das machst. Und der arme Hund, damit war McDonald's gemeint. Da haben die in der Sendung damals gesagt, kaum dem Hip- und Erlete-Gläschen entwachsen, sitzen die Kinder schon bei Burger King oder McDonald's. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich Kinder und Jugendliche in den Hamburger Filialen bewegen, ist Gegenstand zahlreicher kluger Betrachtungen über die Jugendkultur. Das war 1993. Jetzt soll es mal kommen, 24 Jahre später, wie die Jugendkultur das reinzieht. Matthias und ich sind ja begeisterte Kinogänger. Und wenn wir alten Zottel da ankommen, wir sind die Ältesten im ganzen Kino,
dann kommen die mit ihren Blecheimern oder Eimern mit diesen Chips und die Colaflasche mal in der Hand und dann wird das reingemompt. Dann denke ich, wenn ihr wüsstet, dass ihr euch da den Herzinfarkt ranfrisst und die Gallensteine und was ihr euch alles so reinzieht, wenn das täglich so ist. Und der schärfste Esskritiker oder Essenskritiker, keiner hat so scharf gewettert wie Wolfram Siebeck. Wolfram Siebeck, der hat auch geschrieben, für die Zeit meine ich das immer, Kolumnen über diese Essgewohnheiten. Und der hat gesagt, selbst, also er starb 2016 im Alter von 88 Jahren, selbstverständlich verdummt der Konfektionsfraß die Jugend. Wer ausschließlich mit Kartoffelchips, Schokoriegeln, Peanuts, Pizza, Limo, mit tiefgekühlten Fertigmenüs und doppelt dicken Hamburgern aufwächst, der wird gegenüber den subtilen Nuancen einer verfeinerten Küche unempfindlich. Der Verzicht auf Nuancen aber ist der erste Schritt der Dummheit auf allen Gebieten. Er wurde nicht müde, der hat bis zum Lebensende immer die Verarmung, vor der Verarmung des Geschmacks gewarnt. Und ich wollte euch den Appetit nicht verderben. Ich hätte so gerne nochmal diese Heuschrecken und das ganze Zeug, was jetzt ja auch Hype, heißt das ja nun so modern, die neueste Welle ist. Da steht hier drin in der Rheinzeitung, in unserer guten Rheinzeitung, und zwar am 15. August, dass die Schweiz, und zwar diese Supermarktkette Coop, dass die jetzt den Hamburger mit Mehlwürmern anbietet, wird ganz stark, wird das frequentiert, gekauft. Und sie bieten ein Insektballon an, also ein Hackfleischbällchen mit Insekten. Und dazu gehören dann Heuschrecken, Wanderheuschrecken, Grillen, Mehlwürmer und anderes Getier. Da kann ich nur sagen, guten Appetit. Also es ist, ja, man müsste lachen, wenn es nicht wirklich ernst wird, die Leute fressen das. Ich kann dazu nicht mehr essen sagen, es ist so. Das ziehen die sich rein. Und da frage ich mich, bei uns, als wir Kinder waren, von 77 Jahren, meine Güte, da gab es jede Woche einmal Eintopf, da gab es jede Woche Kartoffelpuffer, es gab Pfannkuchen, es gab mal Senfsoße mit Eiern und Kartoffelbrei, Sauerkraut, ein Riesenpott, weil viel Esser, viel große Töpfe und Mengen. Und das ist heute, wird das so zerflettert und wir fallen auf diese Angebote rein, die man in die Ecke schmeißen sollte. Wer hat uns so verrückt gemacht? Also wir können nur, dass immer mehr Menschen Angst haben. Wir haben Briefe, eine hat geschrieben, sie hat Angst, ihr Gemüse so zu essen, weil die Mikroben in der Mohrrübe drin oder im Radieschen, im Gemüse selbst sitzen und sie schält alles und schrubbt alles und kocht alles. Ja, da können wir ja sagen, heute heißt es dann modern Immunabwehr, Bruck hat so gerne gesagt, die Abwehrkräfte, die tun es auch, so heißt es ja. Was soll dann werden, wie sollen die Abwehrkräfte gestärkt werden, wenn sie alles kaputt macht, alle biologischen Wirkstoffe hin? Und wir Alten können ja noch von diesem Essverhalten mitreden. Also ich war ein wildes Kind, muss ich dazu sagen. Ich sage nur Motorrad, ne? Klar. Kein Baum war mir zu hoch, aber wir gingen in den Garten, die Großmutter hat ja alles eingesät und wir haben die Erdbeeren halb grün abgerupft und wir haben die Mohren aus dem Boden gezogen, an den Klamotten abgewischt, haben die gegessen, auch wenn es zwischen den Zähnen geknirscht hat. Aber das war normal, wir kannten auch keine üblichen Infekte, keine dauernden Magen-Darm-Grippen und heute kotzt ja die Welt immer im Sommer irgendwann. Das kannten wir alles nicht, wir haben auch nur getrunken, wenn wir wirklich Durst hatten. Ah, Moment. Wo ist denn die Zeitung hingekommen? Ich kann nur wirklich, ich muss jetzt mal Reklame machen, Werbung machen für unseren Gesundheitsberater, falls noch einer dabei ist, der den nicht kennt, den bieten wir auch im Buchladen an hier. Und das ist die Monatszeitschrift der GGB. Und da kommen ja immer wieder ganz Schlaue, die sagen, auch von denen, leider von denen, die bei uns ausgebildet wurden und selber als ärztlich geprüfte Gesundheitsberater GGB wirken und wirken möchten und sagen dann, taufrisch liegt ein Brief seit gestern auf meinem Tisch, naja, diese Vitamine von dem Dr. Rath, der hat ja eine Vitaminfabrik in Holland oder Belgien? Holland, ne? Ja. Der das Vitamin D empfiehlt, als Dr. Brucker noch lebte, da war er sicher noch nicht so oft über das Neueste informiert. Der Dr. Rath nennt keine Nebenwirkungen durch Vitamin D. Ja, der weiß warum, weil er seinen Krempel verkaufen will. Und so ist es mit allen anderen Sachen. Brucker hat immer gesagt, trinken Sie, wenn Sie Durst haben, sonst belasten Sie die Nieren, den Kreislauf, das Herz, muss ja alles umgepumpt werden. Und da gibt es auch eine kleine Kleinschrift darüber. Und so sind wir jetzt immer dabei zu gucken, ob Brucker irgendwo wieder bestätigt wird. In diesem Heft steht drin, ganz herrlich, nicht alles schlucken.
Und zwar hat es eine Journalistin geschrieben, die das so satt hatte, wenn da Tagungen waren und sie zusammengesessen hat, mit Kollegen zusammensaß, dann haben sie alle schon ihre Nuckelflaschen stehen gehabt. Und diese Greta Taubert hat in diesem Heft das so herrlich beschrieben, wie blödsinnig diese Sauferei ist. Wir haben ja früher auch, wir haben den Kopf an den Wasserhahn gehängt und haben es getrunken. Und diese Firmen, die das Wasser herstellen, die lachen sich ins Fäustchen. Die haben es erfunden, dass man 3 bis 5 Liter trinken sollte. Wir trinken ja schon 1,5 Liter, wenn wir vernünftig essen. Nämlich das, was an Feuchtigkeit und Nässe in der Nahrung drin ist, sei es Frischkost oder anderes. Also lasst euch doch nicht vor diesen Karren schlagen. Ich schäme mich für den, der das noch macht. Also, wir haben den Hans-Ulrich Grimm am Mittwoch gehört, und zwar in Maria Laach. Andrea Lohaus, unsere Seminarleiterin, ist mit mir dahin gefahren. Und Hans-Ulrich Grimm, mit dem hatte ich mal einen richtigen Zoff, der hat ein Zuckerbuch rausgegeben und hat Dr. Brucker darin in die rechte Ecke gestellt. Und dann habe ich ihm einen nicht sehr freundlichen Brief geschrieben, habe den dann noch 24 Stunden liegen lassen, habe gedacht, nee, der Brief muss raus. Da drin stand dann, wenn Sie bei Ihren eigenen Büchern, und er hat mindestens 30 und mehr geschrieben, so schlecht recherchiert haben wie bei Brucker, dann möchte ich Ihre Bücher nicht mehr verkaufen. Dann habe ich die boykottiert, 3 Jahre. Dann kam die zweite, dann hat unser Anwalt Herr Monreich sich eingeschaltet, der hat ja dann eine tolle Art, mit Menschen anders umzugehen, juristisch, hat den angeschrieben und ihn dann hingekriegt, dass er in der nächsten Auflage diesen Satz rausnimmt oder korrigiert. Das hat er dann auch gemacht. Ich hätte es mir noch klarer gewünscht, aber ich habe gedacht, na gut, ist auch nur ein Mensch. Also schaffe die Bücher wieder an. Und das ist ein Journalist, der bei Spiegel gearbeitet hat und im Internet unter Dr. Watson läuft. Watson, W-A-T-S-O-N. Und wir haben uns nun das Vergnügen gegönnt und sind hingefahren, am Dienstag war das, glaube ich, und haben uns den angehört. Oder war es Mittwoch? Egal, letzte Woche, ne? Und dieser hat dann also erzählt, weil ich sagte, wir haben die Bohrrüben an den Klamotten abgewischt, dass die Ärzteschaft überlegt, eine Schmutzimpfung einzuführen. Weil, ja, weil die Kinder so infektanfällig sind. Wir haben ja so eine Ajax-Generation, alles wird geputzt und geschrubbt, die wissen ja gar nicht mehr, was es heißt, sich mit der natürlichen Bakterienwelt auseinanderzusetzen. Die dürfen ja nicht mehr durch den Matsch laufen, die werden ja überall kontrolliert und gewischt und abgeputzt. Und da sagt er, ja, eine Schmutzimpfung ist in der Diskussion. Und dann hat er auch so sehr passende Beispiele gebracht. Nach dem Vortrag bin ich dann auf ihn zugegangen, habe ihn auf den Rücken geklopft und hat gesagt, hallo, ich möchte mich mit Ihnen vertragen, der wusste ja gar nicht, wer ich bin. Und dann sage ich, sag nur ein Stichwort, Ihr Zuckerbuch, Zucker und der Name Brucker. Ach, hat er gesagt, Sie kommen von Herrn Leitzmann. Ich sage, nee, mit dem Wendehals habe ich nun absolut nichts zu tun. Also, er hat zugesagt, er kommt zur Frühjahrstagung, das nebenbei. Er kann uns nicht widerstehen, er kommt. Und ja, und das ist, er hat zum Beispiel gesagt, hip, das war, hat mir sehr imponiert und Andrea auch, hip, er sagt ja immer, ich bürge dafür oder ich stehe dafür mit meinem Namen. Und dann sagte der Grimm, ja, Kartoffelbrei kann man doch selber machen, kostet vielleicht 20 Cent, wenn man ein Stück Butter reinmacht und entsprechende Menge hat. Und es ist genau dasselbe, wenn man einen Obstsalat macht, wenn wir den frisch zubereiten, der wird nach 2 Stunden, wird er braun sein. Oder wenn wir einen Apfel so anschneiden. Aber sagt er, bei Hip wird selbst nach 2 Jahren noch nichts braun. Was macht er denn mit seinem Obstbrei im Glas? Er darf Hip jetzt nicht mehr besuchen und betreten, weil er wohl zu forsch auf kritisiert hat. Aber wenn jemand einen Namen hat, dann hat er auch die Macht, seine Produkte so zu verkaufen, dass naive und gutgläubige Mütter dieses Zeug kaufen, lieber kaufen, weil sie meinen, das Kind ist dann wirklich mit gesunder Kost ernährt, statt sich hinzureiben, eine billige Reibe zu kaufen, kostet 1 Euro oder weniger oder mehr und reibt mal den Apfel. Wir haben früher eine Glasreibe gehabt. Also ich sehe mit Freude, dass unser Hasan El-Khomri, der ist ja Familienvater geworden in diesem Jahr, sein Kind, das wird gestillt und es langt schon seit Monaten. Was hat er gesagt? Mit 3, 4 Monaten haben sie das an den Tisch gesetzt und dann legt sie das Essen rein und isst alles. Und dann hustet sie mal und dann klopft er auf den Rücken und dann isst sie weiter. Ein ganz stabiles kleines Girl. Hübsch auch noch. Und das müssen wir wieder lernen. Wir müssen das Richtige, wir müssen lernen, Essen zu essen und nicht so einen Schrott aus der Tüte oder irgendwie, was im Angebot wieder angepriesen wird. Damit meine ich auch die Bioszene. Also glauben Sie doch nicht alles, was verkauft wird. Die Milliardenumsatz müssen doch eine Ursache haben, dass alles gekauft wird. Es genügt doch, dass unsere Enkelkinder, mein Kleiner ist 8 Jahre alt, der sitzt da unten gerade, Jan, das ist die Generation meines Alters,
die der Nahrungsmittelindustrie seit in der fünften Generation aus der Hand frisst. Das sind die gewohnt. Ich meine jetzt nicht ihn, aber das ist die Generation, die daran glaubt, die damit groß geworden ist. Und das ist doch unsere Aufgabe, dass wir erstmal vor der eigenen Tür fegen und sagen, wir müssen wieder lernen, vernünftiges Essen zu essen. Und deshalb mit diesem Buch, Söllweg, bist du irgendwo? Die Tochter von Frau Richter wollte kommen. Mit diesem Buch wollte ich meinen Dank aussprechen an Erika Richter. Die haben wir in dem Buch ein Jahr jünger gemacht, aus Versehen. Die ist im 83. Lebensjahr gestorben, jetzt in diesem Jahr, Anfang des Jahres im März und 6. März. Und Matthias und ich haben sie noch besucht und habe gesagt, Mensch, Erika, du machst ja Sachen. Die konnte nicht mehr richtig sprechen und war ein Pflegefall. Und dann hat sie aber noch gestrahlt, als wir kamen. Ich habe gesagt, ich wollte so gern mit dir ein drittes Buch machen. Eigentlich ist es das vierte, aber das Buch Streicheinheiten war das erste, dann war ein Band 2 gemacht worden, für mich ist das ein Band. Dann gab es das Buch Brotbacken und jetzt haben wir dieses gemeinsam gemacht. Das heißt, sie hat den Titel abgesegnet, ja, und hat sich gefreut über die Inhalte, die ich ihr genannt habe, und dann starb sie und dann hat sie mich alleine gelassen. Ich hoffe, dass sie das absegnen wird, wenn sie jetzt sieht, was da drin steht. Erikas geistiger Lehrer war Max Otto Brucker. Sie hatte schwerstes Rheuma und kam zu ihm. Und ihr ist auch geholfen worden, hat die Ernährung umgestellt. Und sie hat als Köchin und Kaltmamsell, das war ihr erlernter Beruf, hat sie 17 Jahre oben die Lehrküche für die Praxisseminare geleitet im Max-Otto-Brucker-Haus. Und sie war bienenfleißig, sie war ideenreich, sie war witzig, also sie war auch ein richtiger Kumpel, mit der konnte man Pferde stehlen. Eine sparsame Wirtschafterin, aber sie hatte ein großes Herz. Wir hätten die Lehrküche oben nicht so modern einrichten können, wenn sie nicht geschuftet hätte, 17 Jahre. Und ihr Mann war gestorben davor und dann sagte sie, du hast mich gerettet, das ist mir zum Lebensinhalt geworden, dass ich dann noch eine Aufgabe gefunden habe. Und ich danke ihr noch heute, weil ohne sie hätte sich das nicht so entwickeln können. Und sie konnte auf den Tod nicht leiden und da konnte sie richtig wütend werden und ganz biestig, wenn jemand was weggeworfen hat. Und ich muss euch da was vorlesen. Irgendwo haben wir das hier. In dem Buch, als sie hat Andrea mal erwischt oder sie hat in die Mülltonne geguckt und hat dann gesagt, welcher Idiot hat das in die Mülltonne geschmissen? Hat gesagt, die hat geschrien. Und dann hat Andrea gesagt, ich war der Idiot. Und dann haben sie sich auch miteinander versöhnt. Aber eine Teilnehmerin aus dem Seminar hat mir mal gesagt, Frau Gutjahr, wenn mal was fehlt in der Küche, ein Topflappen oder irgendein Gerät oder eine Tasse, fragen Sie erst Frau Richter, die hat daraus noch eine Suppe gemacht. Also die hatte das Herz auf dem rechten Fleck, aber sie hat, also ich lese nicht alles vor, ihr sollt ja mal nachlesen. Die hat geschrieben, wenn ich an Erika Richter denke, dann denke ich an eine starke, dominante und humorvolle Frau. Erinnere ich mich daran, wie viel Freude sie an ihrer Arbeit hatte. Muss ich darüber lächeln, wie ich sie kennengelernt habe. Ich wurde engagiert, um die Blumendekoration für die Tische mit den Teilnehmern der Gesundheitswoche zu fertigen. Erika Richter ist aus Versehen nicht informiert worden. Ich tut mir heute noch leid, ich habe es vergessen, Andrea. Aber wer sie kannte, kann sich vorstellen, wie sie reagiert hat, als die von ihr gefertigte Tischdeko weggeräumt werden musste und unsere auf den Tisch gestellt wurde. Ich erinnere mich, wie groß meine Angst war, einen Brotbackkurs bei ihr zu buchen. Die Tischdekoration in der Gesundheitswoche war ja noch nicht vergessen. Wenn ich an Erika Richter denke, fällt mir ein, wie groß ihr Gerechtigkeitssinn war. Sie hat mich nach kurzer Zeit, gefühlte 3 Stunden, mit offenen Augen aufgenommen. Wenn ich an Erika Richter denke, denke ich an die Erfahrung mit den Radieschen. Ich war den ersten Tag in der EBZ-Lehrküche und machte Radieschensalat. Und dann noch Erika Richter unter deren Augen, also die hat da überall hingeguckt. Die konnte 3D gucken. Also deren Grünbunde waren, also die Radieschenbunde waren mit einem Gummiband zusammengebunden. Ich schnitt das Grün ab und warf es mit Samtgummi in den Biomüll. 5 Minuten später griff Frau Richter in den Mülleimer, zog das Bündel raus und fing an zu schimpfen, welcher Idiot Gummibänder in den Biomüll wirft. Zu einem Überfluss auch noch das Grün, aus dem man noch Kräutersalz machen könne.
Ich sagte dann, ich war der Idiot, es tut mir leid. Sie lachte herzlich und hat sich für die Ehrlichkeit bedankt. Wenn ich an Erika denke, denke ich an eine Frau, die sehr sparsam war. Es wurde nichts, aber absolut gar nichts weggeworfen. Es wird mir klar, wie traurig und schade es ist, dass ich nicht mehr mit ihr arbeiten kann. Danke für die vielen Erfahrungen, die ich bei Ihnen machen durfte. Es war ein sehr persönlicher Brief von Andrea. Ich danke dir, dass du den geschrieben hast. Erika Richter war im Grunde nicht zu toppen. Kommt sie eines Tages an und sagt, ich mache heute eine Rumpfortsuppe. Ich sage, was ist das denn, eine Rumpfortsuppe? Naja, alles, was rumliegt, muss fort. Wir zeigen vielleicht mal ein Bild von ihr. Ah, da ist sie ja schon, mit dem Schlachtmesser in der Hand. Dann müssen wir das nächste Bild mal sehen. Damit hat sie mich dann angeführt. Da war auch ein Seminar und ich habe gedacht, beide geht jetzt. Ist sie ganz durchgeknallt, hat sie einen Hack aus dem Metzgerladen geholt. Sieht ja aus wie Hackfleisch. Und das ist, dann hat sie sich kaputt gelacht, weil ich da entsetzt war. Hat sie Mandeln mitgemacht, Tomatenmark, Mohren und Mandeln. Kann jeder nachmachen. Ich würde sagen, wir gehen mal, um nicht die Zeit zu überziehen, wir gehen mal einen kleinen Spaziergang durch das Buch machen vielleicht. Da muss ich erstmal wieder meinen Zettel suchen. Wir gucken uns einfach mal ein paar Bilder an, das Mandelmett haben wir. Sehen wir mal als nächstes den Frischkornbrei. Das war ja ein Standardgericht, wir essen das morgens immer oder es wird morgens angeboten. Wir zeigen jetzt einfach mal, wie es aussehen kann. Für die, die noch nie hier waren, das ist frisch gemahlenes Getreide oder gekeimtes Getreide oder geflockt. Keimfähig soll es natürlich sein und dann pro Person ungefähr 50 Gramm, das sind 3 gehäufte Esslöffel. Und Brucke hat gesagt, wenn Sie sonst nichts machen von allem, was ich sage, machen Sie wenigstens einen Frischkornbrei, dass Sie die Vitalstoffe dann in der Form zu sich führen. Daraus macht manch einer, ach ja, der Frischkornbrei reicht, hat er gesagt. Hat er nicht gesagt. Frischkornbrei ist ein Teil. Ja, das nächste Bild kommt auch nochmal. Verschiedene Varianten, so könnte man es anrichten und als drittes, ja, im Glas. Und dann hat sie, das ist im Buch auch drin, aus dem Frischkornbrei Resten, wenn was überblieb bei größeren Seminaren, hat sie dann eines Tages, also Erika Richter, einen Kuchen gemacht. Das steht dann auch da drin, wie man es machen kann. Jeder kann es auf seine Art abwandeln. Dann haben wir, was haben wir denn als nächstes? Ja, wir haben eine Hobbyköchin bei uns, Gayane Meyer, die arbeitet in der Lehrküche. Die Nachfolgerin von Erika Richter ist Beate Steichele. Die sind auch durch Erika Richters Hände gegangen. Und dann haben wir noch eine zweite Mitarbeiterin, die, sag's mal laut, die Lise Stephan, genau. Mit 77 darf man ja auch mal was vergessen. Ne? Lise Stephan und Beate Steichele, die leiten die Lehrküche. Und Gayane Meyer ist Mitarbeiterin in der Lehrküche, die hat ein Händchen für Kuchen, für Dekorieren. Und die hat aus Blumen anlässlich unserer Gesundheitswoche Blumensträuße geschnitten. Und das ist eine Anthurie aus Paprika und die Innerei ist eine Peperoni, die sie da reingesteckt hat. Was haben wir noch hier stehen? Salat. Ja, also wenn irgendwelche Reste überbleiben, das Buch heißt ja Reste sind das Beste, kann man die gut in Tomaten verstecken, in Paprika verstecken, in Gurkenschiffen, in allem, was nicht mehr so als kleine Portion ansehnlich ist. Und das wird bei uns im Seminar auch gemacht. Und in der Gesundheitswoche war irgendwas anderes dran, aber es sieht appetitlich aus und man kann jeden damit betrügen oder was vormachen. Dann haben wir ein paar Suppen nochmal rausgesucht. Diese Rumpfortsuppe kannst du jetzt so hintereinander wegzeigen. Das ist die berühmte Rumpfortsuppe. Alles wird reingegeben, was rumliegt und fort muss. Die dicke Suppe haben wir dann auch noch. Das nächste. Basilikumsuppe, meinetwegen auch das. Kann ruhig schneller gehen. Das ist eine Brokkolisuppe. Da drumherum, ja, das ist Couscous, Marokko. Auch mit allem Gemüse, was rumliegt, kann da gut versteckt werden und verbraucht werden. Oder, ja, okay. Bei den Suppen kann man ja sagen, da gibt es doch so einen schönen Spruch, den kennen Sie bestimmt alle. 5 sind geladen, 10 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe. Und heißt alle willkommen. Je nachdem. Das ist ein Flädle, ein Pfannkuchen. Kann man zerschneiden, als Flädlesuppe nehmen. Oder kann man als Krebs machen, hauchdünn, entweder gefüllt
oder eben auch bestrichen auf süße Art, mit Obst füllen oder mit Marmelade bestreichen, wie man möchte. Es kann auch aus nur Buchweizen und Wacker gemacht werden. Also ganz patent, geht auch ganz schnell und unkompliziert. Dann haben wir noch von einer Christa Friedrichsmeier, das hat auch Andrea vorgeschlagen, dass es ins Buch kommt. Christa Friedrichsmeier war eine ganz patente, aktiv tätige Gesundheitsberaterin GGB. Und die hat dann 7 Gerichte vorgestellt, die man aus einer Grundmasse machen kann. Und kann es sich schon mal zeigen. Einmal gefüllt, wir haben das genannt 7 auf einen Streich, gefüllt in einer Paprikaschote da. Dann haben wir eine Süßspeise daraus gemacht. Dann haben wir als nächstes, ein Aufstrich muss da kommen, ein Sesamaufstrich. Also es gibt einen süßen Aufstrich, einen Sesamaufstrich, einen pikanten Aufstrich und alles aus einer Grundmasse. Dann haben wir, ja, das hatten wir schon, Obst nach Tisch. Jetzt kommt eine Pizza, kann man auch alles draufschmeißen, was rumliegt. Dann haben wir Kartoffelklöße. Also das ist nur eine kleine Auswahl, es sind über 100 Rezepte. Einmal mit, einmal ohne Semmelbrösel. Kann man aufschneiden, kann man anbraten, kann man einfrieren, kann man wiederbeleben, indem man sie in Wasserbett legt. Solche Dinge finden Sie dann alle. Das kann ruhig ein bisschen schneller gehen. Dann haben wir Kartoffelspatzen. Also ich kann keine Spätzle, ich quäle mir da mal einen ab, die so vom Brett schaben. Und dann habe ich Spatzen rausgemacht, die funktionieren auch. Also was so Restekartoffeln geht und ein bisschen Mehl klebt und kleistert, alles zusammen, gebe ich mal eine Garantie dafür. Das funktioniert. Dann haben wir, ja, was haben wir noch? Rösti, ne? Rösti, rohe Kartoffeln mit Schale einfach reiben, in die Pfanne geben. Die kann man auch kalt auf ein richtig deftiges Vollkornbrot legen. Geht wunderbar. Was haben wir noch als Anschau? Brotbratlinge. Ja, jede Menge, jedes Mal aus allem, was rumliegt. Brotbratlinge mit Tomatensauce und Co. Das sind Falafelbällchen und kann man auch auf Brot belegen, kann man auch in der Soße mit heißer Soße machen oder kalt genießen, mach mal ein bisschen schneller. Ja, nochmal Bratling mit Linsen dekoriert, es sind Linsenbratlinge. Ah, jetzt kommen wir wieder zu den Blumen. Das ist dann Blumen aus grüner und gelber Zucchini und Mohrrüben, von der Gerjane Meyer geschnitzt. Und ganz rechts sind Tulpen, die sind aus Radieschen gemacht. So, dann haben wir noch ein Restebrot, also wenn der Frischkornbrei angesetzt ist, gemahlen und eingeweicht über Nacht und der fängt an, so ein bisschen säuerlich zu riechen, dann schmeißen Sie ja nichts weg oder ich erscheine Ihnen nachts als Geist. Das schmeißt man nicht weg, das ist der Ansatz vom Sauerteig, das fängt an zu gären, dann guckt ihr, was noch an Resten rumliegt, an Körnern und wir haben, wenn wir in Urlaub fahren, in der Ferienwohnung, haben wir einen Bratwurstgrill, da war noch nie eine Bratwurst drin, aber ich backe dann immer ein Brot und es gelingt komischerweise. So Körnerreste, die mal überbleiben, einfach zusammenstoppeln, mahlen und dann so ein Reste vom Frischkornbrei, auch nicht gegessener Frischkornbrei da rein und dann wird ein Brot daraus. Das nächste wäre, ich kenne eine gute Bekannte, die hat doch glatt Bananen, ich zeig mal das Nebenbild, mit Stellen weggeschmissen, da erscheine ich nochmal als Geist, wenn einer sowas macht. Ich habe im Buch beschrieben, wir hatten eine Erdkundelehrerin, Frau Erika Seidlitz, und neulich hat jemand uns ein Buch in der Halle bei uns im Haus auf die Bank gelegt, ein Erdkundebuch von dieser Erika Seidlitz. Und das war eine Erdkundelehrerin mit Leidenschaft, und die hat uns dann erzählt, achte, neunte Klasse so ungefähr, jedenfalls hat sie gesagt, ihre Lieblingsspeise sind Bananen. Aber der lief so wie mir jetzt, der Speichel regelrecht im Mund zusammen, die hat so gesprüht dann beim Sprechen. Und er hat gesagt, die müssen dann, wenn sie ganz dunkelbraun sind in der Schale, dann sind sie für mich gut genug. Das heißt, es ist ja meistens so ein bisschen matschig, aber nicht vergammelt und essbar. Aber wenn einer diese Bananen in die Tonne schmeißt, ohne zu gucken, wie sie innen aussehen, das darf nicht vorkommen, das geht gar nicht. Man kann aus diesen zu weichen Bananen alles Mögliche machen. Und zwar, Matthias' Lieblingsspeise könnte ich jeden Abend machen, Bananen, also Butter, Mandeln, Nüsse mit Honig in der Pfanne ein bisschen anbräunen, die Bananen rein, wenn noch eine Orange rumliegt, die auch nicht mehr so toll aussieht, reinschneiden oder Zitronen, die schon nicht mehr viel hergeben, ein bisschen Zitronensaft dran und dann habt ihr eine tolle Nachspeise, die ist so lecker, aber ich kann das nicht jeden Abend machen, der wird ja schnell fett, Matthias, wenn der zu viel isst. Also, das geht gar nicht. So.
Also diese Blumen, da, nicht, dass Sie auf die Idee kommen, dass die Blumen weggeworfen wurden. Die wurden schön abgespült und abgestaubt und daraus ist Chilisalz und Kräutersalz gemacht worden für die Küche. Also ist nichts verschwendet worden. Ja, jetzt habe ich so einen schnellen Rundlauf gemacht mit Tempo. Aber ich möchte das auch dabei bewenden lassen, weil Sie ja vor dem nächsten Autor noch Lust haben sollen. Wenn Sie noch Fragen haben, ich stehe da draußen irgendwo. Moment, jetzt muss ich erstmal, ich muss noch was suchen. Ich muss Ihnen noch was mit auf den Weg geben. Ja, ich habe gesagt, die Erika Richter, die hat nichts weggeworfen und wenn mal was gesucht wird, dann müssen wir Sie erst fragen, ob wir eine Suppe draus gemacht haben. Und ich fand das jetzt so passend mit dem Suchen. Das habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen vor ein paar Jahren. Aber Hans hatte seine elterliche Wohnung verlassen und eine Zweier-WG mit Grete gewählt. Weihnachten nahte und so lud er seine Mutter zum Essen ein. Die Mutter stellte neidvoll fest, dass die Mitbewohnerin ihres Sohnes recht attraktiv war. Sie beobachtete die jungen Leute während des Abends und fragte sich, wie intensiv die Beziehungen der beiden wohl miteinander seien. Eine Zweckgemeinschaft, hatte ihr Sohn beteuert. Dass ich nicht lache, dachte sie, da steckt doch bestimmt mehr dahinter. Ihre Gedanken ahnend, sagte Hans, ich weiß, was du denkst, aber ich versichere dir, dass wir nur miteinander wohnen. Etwa eine Woche später sagte Grete zu Hans, seit deine Mutter bei uns zum Essen war, fehlt meine silberne Soßenschale. Hans erwiderte, nun, ich glaube kaum, dass meine Mutter die Schale hat mitgehen lassen, aber ich werde ihr schreiben. So machte er sich dran und schrieb, liebe Mutter, ich sage nicht, du hast die Soßenschale mitgenommen. Und ich sage nicht, du hast sie nicht mitgenommen. Aber der Punkt ist, dass die Schale fehlt, seitdem du bei uns zum Essen warst. In Liebe, Hans. Einige Tage später hatte die Mutter an den Sohn geschrieben, lieber Hans, ich sage nicht, dass du mit Grete schläfst. Ich sage aber auch nicht, dass du nicht mit ihr schläfst. Aber der Punkt ist, wenn Grete in ihrem eigenen Bett schlafen würde, hätte sie die Soßenschale schon längst gefunden.